Good morning, everyone. Einen wunderschönen guten Morgen. It's so good to be here another day. Es ist so schön, einen weiteren Tag hier zu sein. We are finally adjusting. Wir stellen uns jetzt auf alles so ein bisschen ein. We slept very well last night. Wir haben uns an die Zeit gewöhnt und haben letzte Nacht gut geschlafen. And we are falling in love with Germany. Und wir verlieben uns so richtig in Deutschland. It's a beautiful country. Es ist ein so wunderschönes Land. I said to my wife, we may move to Germany. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir ziehen vielleicht nach Deutschland um. Oh yes, why not? There's only one problem. Es gibt nur ein Problem. I have to learn the language. Ich muss die Sprache lernen. But with God, all things are possible. Aber bei Gott sind ja alle Dinge möglich, nicht wahr? Amen. Amen. Today we're going to talk about something called the ultimate victory. Heute sprechen wir über den ultimativen Sieg. And I think we all need to know how to be victorious. Ich glaube, wir alle müssen wissen, wie wir siegreich leben können. This is a topic that as a young man I did not fully understand. Dieses Thema habe ich als junger Mann nicht wirklich richtig verstanden. And as a pastor I grew into my understanding of this topic. Und als Pastor habe ich jetzt nach und nach das Verständnis, das ich heute habe, entwickeln können dafür. Now I teach that there's only one way that we can honestly keep the doctrines of the Bible. Heute lehre ich, dass es nur eine Möglichkeit gibt, nur einen Weg, wie wir wirklich die Lehren der Bibel richtig halten können. That is if we first find the ultimate victory through Jesus Christ. Das ist nur möglich, wenn wir zuerst den ultimativen Sieg in Jesus Christus gefunden haben. So let's dive into the message. Let's pray together. Wir wollen direkt in die Botschaft eintauchen, aber erst beten. Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. This is your moment. Das ist dein Moment. Send your Holy Spirit. Bitte sende deinen Heiligen Geist. To do your work. Um dein Werk zu tun. In Jesus name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. We'll begin in Revelation chapter 12 and verse 10. Wir fangen an in Offenbarung 12 und dort Vers 10. The words of John the Apostle. Die Worte vom Apostel Johannes. He was listening to the Spirit speaking to him. Er hörte den Heiligen Geist zu ihm reden. Then he said, "Then I heard a loud voice saying in heaven." Dann sagte er, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen. Notice the next word. Achtet auf die nächsten Worte. Now. Nun. Salvation and strength. Ist gekommen das Heil und die Macht. And the kingdom of our God. Und das Reich unseres Gottes. And the power of his Christ have come. Und die Herrschaft seines Christus. And here's the reason. Und jetzt kommt der Grund. For the accuser of our brethren. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder. He who accused them before our God day and night. Der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. And I love these last four words. Und diese im Englischen letzten Worte liebe ich. Has been cast down. Denn er ist hinabgestürzt worden. Well, isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? Jesus defeated the enemy. Jesus hat den Feind besiegt. Amen. Amen. You see, Revelation chapter 12 and verse 10 draws a line between the past and the future. Offenbarung 12 Vers 10 zieht eine Linie zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Before the cross, sin appeared to be unchecked. Vor dem Kreuz sah es so aus, als ob der Sünde nichts entgegengehalten werden könnte. At the cross, am Kreuz, now sin was defeated. War die Sünde jetzt nun besiegt. Now Satan was overthrown. Nun war der Satan überwunden. The cross was a death blow for Satan and sin. Das Kreuz war ein Todesstoß für Satan und die Sünde. The writer of Hebrews explains it this way. Der Schreiber von Hebräer schreibt es so. The mission of Jesus becomes abundantly clear in the book of Hebrews. Die Mission von Jesus wird im Buch Hebräer im Hebräerbrief ausdrücklich erklärt. Hebrews chapter 2 and verse 14. In Vers 14 von Kapitel 2 heißt es im Hebräerbrief. Notice the unity of humanity and divinity for the victory over sin. Schaut diese Verbindung von Menschheit und Gottheit hier an, damit Sünde überwunden werden kann. The Bible says. Es heißt hier. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben. He himself likewise shared in the same. Ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. That through death. Damit er durch den Tod. He might destroy him who had the power of death. Den außer Wirksamkeit setze, der die Macht des Todes hatte. That is. Nämlich. The devil. Den Teufel. Now we don't hear much about the devil. Wir hören nicht viel über den Teufel. We hear about success.
Wir hören über Erfolg. We hear about feeling. Wir hören über Gefühl. We hear about worship experience. Wir hören viel über eine Anbetungserfahrung. But it is almost as if sin and the devil are not hardly spoken of. Aber es scheint manchmal so, als ob über Sünde und den Teufel kaum noch gesprochen wird. And yet sin is the greatest disaster in human history. Und doch ist die Sünde das größte Desaster in der menschlichen Geschichte. The impact of sin is underestimated. Der Einfluss der Sünde wird völlig unterschätzt. The force of sin is unimaginable. Die Kraft der Sünde ist unvorstellbar. The devastation of sin is miscalculated. Die Zerstörungskraft der Sünde wird falsch eingeschätzt. Scientists, Wissenschaftler, physicians, und Ärzte, and world governments conclude that the loss of property and death toll from it has never been matched. Und auch Regierungen haben festgestellt, dass der Verlust an Eigentum und auch die Todeszahlen, die von der Sünde resultieren, durch nichts zu vergleichen sind. No amount of money can restore the world to the condition it was before sin. Keine Menge an Geld kann die Welt jemals dorthin zurückbringen, wie sie war, bevor die Sünde da war. After the devastation of sin, teams were amassed. Nach der Zerstörung, die die Sünde herbeigebracht hat, sind Teams zusammengestellt worden. They were studying the aftermath of sin. Sie haben studiert, was jetzt die Sünde alles bewirkt hat. And scientists and theologians alike were amazed of how sin's disaster occurred. Und Wissenschaftler und auch Theologen sind beide erstaunt, wie groß dieses Desaster gewesen ist. When they study the evidence, wenn sie die Beweise studieren, they distilled the explanation down to just 24 words. Dann kann man die Erklärung für alles auf im Englischen 24 Worte zusammenfassen. We find these words in Romans chapter 5 and verse 12. In Römer 5 Vers 12 finden wir diese Worte. Notice how simple yet profound this explanation is. Schaut euch an, wie einfach und doch wie tiefgründig diese Erklärung ist. We are told, therefore, just as through one man, darum gleich wie durch einen Menschen, sin entered the world, die Sünde in die Welt gekommen ist, and death through sin, und durch die Sünde der Tod, and thus death spread to all men, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, because all sin, weil sie alle gesündigt haben. Now notice this picture. Schaut euch dieses Bild an. Say there's a fire in the hallway. Sagen wir, es gibt dort ein Feuer im Gang, and fire produces smoke. Und das Feuer produziert Rauch. The smoke begins to fill this room. Und der Rauch kommt jetzt hier in den Raum hinein. But it will not infect you. Aber es wird dich nicht beeinträchtigen. Unless you begin to inhale it. Solange du es nicht einatmest, den Rauch. So sin entered the world. Also Sünde ist in die Welt hineingekommen. And when the Bible says it spread, wenn es heißt, sie hat sich verbreitet, it is as though human nature inhaled the toxicity of sin. Dann ist es fast so, als ob die menschliche Natur diese Giftigkeit der Sünde eingeatmet hat. Every cell of Adam's body was affected by sin. Jede Zelle von Adams Körper war durch die Sünde beeinflusst. His thoughts were affected. Seine Gedanken waren beeinflusst. His attitude was affected. Seine Einstellung war betroffen. His reasoning was affected. Sein Denkvermögen war betroffen. His extent of life was affected. Die Lebensspanne, die ihm zustand, war betroffen. Because the Bible says the wages of sin is death. Denn die Bibel sagt ja, dass der Sold der Sünde der Tod ist. Now Paul does not describe where sin came from. Paulus beschreibt nicht, wo die Sünde herkam. He simply said sin entered. Er sagt einfach, die Sünde kam hinein. And sin spread. Und die Sünde hat sich ausgebreitet. Now let's talk about sin for a moment. Lasst uns für einen Moment über die Sünde nachdenken. Sin affects us on various levels and in various ways. Die Sünde betrifft uns auf ganz verschiedenen Ebenen und auf verschiedene Art und Weise. Let's begin to look at sin in a forensic way. Lasst uns die Sünde mal ein bisschen sozusagen von einem gerichtlichen, forensischen Gesichtspunkt aus betrachten. Sin radically alters our emotions. Sünde verändert unsere Emotionen radikal. Have you ever been instantly upset? Seid ihr irgendwann mal so richtig plötzlich wütend gewesen? Has somebody done something to you that makes you immediately mad? Habt ihr mal das erlebt, dass jemand euch etwas angetan hat und ihr wart sofort total wütend auf den? Have you said things that you regret saying?
Habt ihr mal Dinge gesagt, die ihr hinterher bereut habt? Have you done things that you look back on with regret? Habt ihr Dinge getan, für die ihr euch später schämt und die ihr bedauert? Have you made immediate decisions that you wish you thought out further? Habt ihr plötzliche Entscheidungen getroffen, von denen ihr später gedacht habt, meine Güte, hätte ich nur mehr darüber nachgedacht? You see, sin produces impulsive behavior. Sünde produziert impulsives Verhalten. And even those in society know exactly how to manipulate us because of sin. Und in der Gesellschaft wissen viele, wie man uns manipulieren kann wegen der Sünde. So my wife and I have practiced when we go to the store. Also meine Frau und ich, wenn wir in einen Einkaufsladen gehen. I like electronics. Dann interessiere ich mich für elektronische Geräte. And so when I go in an electronics store, temptation increases. Wenn ich also so ein Geschäft für Elektronik gehe, dann steigt die Versuchung. I see things that I don't need, but I want them. Ich sehe Dinge, die ich gar nicht brauche, aber ich möchte sie haben. Is anybody here like that? Kennt es jemand hier noch? Do we have any electronic junkies here? Noch jemand so ein Elektronik-Junkie? Ja, da hinten. So when I stand in the store and the salesperson notices my eyes. Wenn ich also im Laden stehe und der Verkäufer sieht meine Augen. It always amazes me. Dann erstaunt es mich immer. That they always say. Dass sie immer sagen. Today is the last day it's on sale. Da sagen sie immer, heute ist der letzte Tag, wo es noch Rabatt darauf and gibt. They say, und dann sagen sie, there's only one left. Es gibt nur noch einen Gegenstand davon. So you feel the immediate pressure to purchase it, even though you can't afford it. Also hat man sofort diesen Druck, dass man das auch kaufen muss, obwohl man es gar nicht sich leisten kann. So my wife and I have practiced how to neutralize salesmen. Also haben meine Frau und ich so eine Praxis, wie wir den Einfluss von Verkäufern neutralisieren können. So they're standing there waiting for us to buy whatever we're looking at. Also sie stehen ja dort und sie warten darauf, dass wir kaufen, was immer wir uns anschauen. And we say these words. Und wir sagen folgende Worte. We're going to pray about it. Wir werden darüber beten. No salesperson has been taught how to handle that statement. Kein Verkäufer ist darin ausgebildet worden, wie er mit so einem Einwand umgeht. It always amazes us. They just stand there and go. Ich bin immer erstaunt, wie sie dann so stehen und sagen, oh, oh, yeah. And then we say, if the Lord wants us to have it, it'll be here tomorrow. Und dann sagen wir, wenn der Herr möchte, dass wir es haben, wird es morgen noch hier sein. You should try that. Das solltet ihr mal ausprobieren. It works every time. Das funktioniert jedes Mal. You'll have more money in your bank. Dann hat man mehr Geld auf dem Konto. It'll prevent impulsive behavior. Das wird verhindern, dass man impulsiv handelt. Because sin causes us to be unpredictable and uncontrollable at times. Denn die Sünde verursacht, dass wir manchmal unvorhersehbar und unkontrollierbar handeln. I mean, think about these statements. Denk mal drüber nach. Sin makes people make offensive remarks they regret later. Menschen, die Sünde verursacht, dass Menschen unangebrachte Bemerkungen machen, die sie später bereuen. And sin causes people to do things that even animals would not do. Sünde führt dazu, dass Menschen Dinge tun, die sogar Tiere nicht tun würden. People falsely accuse one another. Menschen klagen sich fälschlicherweise an. The Bible says they become fierce. Die Bibel sagt, dass sie manchmal auch ganz bösartig werden. And the Apostle Paul, as he describes sin, und wenn Paulus die Sünde beschreibt, he said it even leads you to despise those that are good. Er sagt, es führt dich sogar dazu, dass du diejenigen, die gut sind, verachtest. Can you imagine someone hating you because you're good? Kannst du dir vorstellen, dass dich jemand hasst, allein deswegen, weil du gut bist? It's a strange thought. Das ist eigentlich ein sehr seltsamer Gedanke. When you think about sin, wenn du über Sünde nachdenkst, it has been linked to the ever increasing murder rate. Dann ist das auch verbunden mit der immer ansteigenden Rate an Morden. We're living in a world where sin is prevalent everywhere. Wir leben in einer Welt, wo die Sünde überall zu finden ist. Sin creates distrust in the community. Sünde führt zu Misstrauen in der Gesellschaft. Instability in marriage. Instabilität in der Ehe. Disrespect among siblings. Und fehlendem Respekt unter Geschwistern. Even parents complain about sin. Sogar Eltern beschweren sich über die Sünde. They say that their children are disobedient, unthankful and unholy. Sie sagen, ihre Kinder sind ungehorsam, undankbar und unheilig. I've seen children argue with their parents in the store. Ich habe Kinder gesehen, die mit ihren Eltern streiten im Laden. I was raised in a home with people from Trinidad and Barbados. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden mit Menschen aus Trinidad und aus Barbados. That's in the Caribbean. Also in der Karibik. My wife is Jamaican. Meine Frau ist aus Jamaika. She was born in England. Sie ist in England geboren worden. Now, if you know anything about people from the Caribbean, wenn du etwas weißt über Menschen aus der Karibik, children do not talk back to their parents.
dann ist das so, dass Kinder dort nicht schlecht zu ihren Eltern reden. It is instant death. Das ist nämlich der sofortige Todesurteil. In other words, you won't forget for a long time. Mit anderen Worten, das vergisst man für eine lange Zeit nicht. But I've seen that in the stores, little children screaming at their parents. Aber ich habe das in Einkaufsläden gesehen, wie Kinder ihre Eltern anschreien. That's sin. Das ist Sünde. In that little child, they are mad and upset. Diese kleinen Kinder sind völlig aufgewühlt und bösartig. And the Bible describes that. Und die Bibel beschreibt das. The Bible says headstrong. Die Bibel spricht von Menschen, die so sehr eigenwillig sind. It even affects relationships. Es betrifft sogar Beziehungen. Some are unloving and unforgiving. Einige sind nicht bereit zu vergeben oder wirklich zu lieben. Sin even affects business transactions. Sünde hat auch Einfluss auf geschäftliche Beziehungen. The Bible says they become covetous. Die Bibel sagt, dass Menschen gierig werden. Lovers of money. Geldliebend. Lovers of themselves. Menschen, die sich selbst lieben. Lovers of pleasure. Menschen, die das Vergnügen lieben. Boasters, proud and traitors. Stolze und Prahler und Betrüger. And sin also affects the place of worship. Sünde beeinträchtigt auch den Anbetungsort. The Bible says men will be lovers of pleasure more than lovers of God. Die Bibel sagt, dass die Menschen mehr das Vergnügen lieben werden als Gott. And the Bible says sin gives us a form of godliness, but it denies the power. Und die Bibel sagt, dass die Sünde dazu führt, dass wir eine Form, einen äußeren Schein der Gottesfrömmigkeit haben, aber die Kraft verleugnen. When I was growing up, I didn't understand this clearly. Als ich aufgewachsen bin, habe ich das nicht so richtig verstanden. I heard about the Sabbath and different doctrines. Ich hörte vom Sabbat und verschiedenen Lehrpunkten. And I tried in my broken nature to live up to the doctrine. Und ich habe versucht, in meiner gebrochenen und gefallenen Natur irgendwie diese Lehren einzuhalten. And I found myself failing time and time again. Und ich habe entdeckt, dass ich immer wieder und immer wieder und immer wieder versagt habe. I would go to church on Sabbath. Ich ging am Sabbat in die Gemeinde and go to the clubs on Saturday night. Und am Samstagabend dann in den Club. I'd go clubbing from Thursday to Sunday. Ich habe von Donnerstag bis Sonntag clubbing, also bin von Club zu Club gegangen. And I go to church on Sabbath morning. Aber ich war in der Gemeinde am Sabbatmorgen. We had a lot of young people in our church that also partied with us. Wir hatten viele junge Leute in der Gemeinde, die mit uns Party gemacht haben. So I know that being in the church does not mean you're in the Lord. Also ich weiß, in der Gemeinde zu sein heißt noch nicht, dass du in dem Herrn bist. So I'm not talking about being a Christian in church. Ich rede nicht davon, dass man ein Christ in der Gemeinde ist. I'm talking about being victorious in Christ. Ich rede davon, siegreich in Christus zu sein. As bad as the circumstances are, there is good news. So schlimm auch die Umstände sein mögen, es gibt gute Nachricht. Adam made us powerless against sin. Adam hat uns machtlos gegen die Sünde gemacht. We were unable to defeat sin. Wir waren unfähig, die Sünde zu besiegen. But the good news is, aber die gute Nachricht ist, Jesus saw our condition. Jesus hat unseren Zustand gesehen. And he made provision for us to be victorious. Und er hat dafür Vorsorge getroffen, dass wir Sieger sein können. He did not wait until we were good. Er hat nicht gewartet, bis wir gut werden. He rescued us at our worst moments. Er hat uns in unserem schlimmsten Moment gerettet. Here's how Paul the Apostle says it. Paulus sagt das folgendermaßen. Romans 5 and verse 6. Römer 5, Vers 6. For when we were still without strength. Denn als wir noch kraftlos waren. In due time Christ died for the ungodly. Ist Christus zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. How many of you would give your life for a ridiculous person? Wer von euch würde sein Leben für eine lächerliche Person geben? How many of you would die for a criminal? Wer würde von euch für einen Kriminellen sterben? How many of you would trade places with someone on death row? Wer von euch würden den Platz tauschen mit jemand, der einen Todesurteil erwartet? When we fully understand sin, wenn wir die Sünde völlig verstehen, Jesus traded places with us. When we were on death row. Dann hat Jesus mit uns den Platz getauscht, als wir auf die Todesurteilsvollstreckung gewartet haben. He died the death that we should have died so that we don't have to. Er ist den Tod gestorben, den wir hätten sterben sollen, so dass wir das nicht müssen. Jesus died to sin. Jesus ist der Sünde gestorben. So we don't have to die in sin. So dass wir nicht in der Sünde sterben müssen. Amen. Amen.
See, this is good news. Das ist gute Nachrichten. I've taught people throughout the years about doctrines and the Sabbath and the state of the dead and a number of other things. Ich habe jahrelang den Menschen vom Sabbat, dem Zustand der Toten und vielen anderen Lehren erzählt. But I've still seen them fight and struggle. Aber ich habe immer gesehen, dass sie trotzdem gekämpft haben und sich angestrengt haben. And so sin and salvation is a science. Also Sünde und bei Sünde und Erlösung geht es um eine Wissenschaft. Properly understood, wenn es richtig verstanden wird, we can find the secret to victory. Können wir das Geheimnis des Sieges finden. Now we know people say that Jesus is the reason for victory. Nun, wir wissen, Leute sagen, Jesus ist der Grund für den Sieg. And I've heard that throughout the years. Ich habe das in all den Jahren immer gehört. But I've always asked the question, how? Aber ich habe immer die Frage gestellt, ja, wie denn genau? I know Jesus is the reason that I can be victorious. Ich weiß, Jesus ist der Grund, dass ich Sieger sein kann. But how does it work? Aber wie funktioniert das? What do I have to do? Was muss ich dann jetzt eigentlich selbst machen? Do I just stand still and say, Jesus, make me salvation, give me freedom? Stehe ich einfach nur da und sage, Jesus, gib mir jetzt die Freiheit, gib, dass es mir leid tut? Do I stand still and say, Jesus, do everything for me? Stehe ich einfach still und sage, Jesus, tu einfach alles für mich? Is there nothing that I must do? Gibt es da gar nichts, was ich tun muss? Now let me make it very clear. Ich möchte es ganz klar machen. When it comes to salvation, wenn es um Erlösung geht, we are saved by grace through faith in Christ alone. Dann werden wir allein durch den Glauben an die Gnade Christi gerettet. That's justification. Das ist die Rechtfertigung. There's nothing that we can do to be justified. Da gibt es absolut nichts, was wir tun können, um gerechtfertigt zu werden. That's a single act by Jesus alone. Das ist eine einzige Handlung von Jesus allein. But then we are saved from sin. Aber dann werden wir von der Sünde gerettet, from the penalty of sin, von der Strafe der Sünde. But how do we be saved from the power of sin? Aber wie werden wir von der Kraft der Sünde gerettet? In other words, I am no longer in prison. Mit anderen Worten, ich bin nicht länger im Gefängnis. How do I remain free and not end up back in prison? Wie bleibe ich jetzt frei und komme am Ende nicht wieder zurück ins Gefängnis? The Apostle Paul explains it. Der Apostel Paulus erklärt das. Notice Romans 5 and verse 19. In Römer 5, Vers 19. He said, for by one man's disobedience many were made sinners. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so also by one man's obedience many will be made righteous. So werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Now I'm going to come back to that in a moment. Ich werde da gleich nochmal drauf eingehen. But I've noticed something very important. Mir ist etwas Besonderes aufgefallen. Obedience is not a word often heard in Christianity. Das Wort Gehorsam wird in der Christenheit nicht oft gehört. You know, we like words like faith because it removes our behavior from the question. Wir mögen eher Worte wie Glaube, weil da unser Verhalten so ein bisschen dann keine Rolle mehr spielt. In other words, if we have faith, we know that Jesus would do it. Mit anderen Worten, der Eindruck ist, wenn wir Glauben haben, dann wissen wir, Jesus tut es. But obedience is not something Jesus does. He empowers us to be obedient. Aber Gehorsam ist nicht etwas, das Jesus tut, sondern etwas, wofür er uns die Kraft gibt, damit wir es tun. Now let's look at that passage again. Lass uns diese Passage noch mal anschauen. You find a word missing. Hier fehlt ein Wort. The word that is missing, das Wort, das fehlt, is the word all. Ist das Wort alle. The word that is there, das Wort, das dort steht, ist, is the word many. Ist das Wort viele. Notice this. Beachte das. Vitally important. Sehr important. It doesn't say, for by one man's disobedience all were made sinners. Es heißt nicht, dass durch den Ungehorsam des einen alle zu Sündern gemacht worden sind. It doesn't say, by one man's obedience all will be made righteous. Dass durch den Gehorsam des einen alle zu Gerechten gemacht werden. Now let me bring out something very important. Wir wollen jetzt etwas sehr Wichtiges hier hervorbringen. Sin is the condition. Sünde ist die Bedingung. Sinning is the behavior. Sündigen ist das Verhalten. I'm going to say this slowly. Ich sage das ganz langsam. And you say it slowly also. Ich werde es versuchen. We are condemned by sin. Wir sind durch die Sünde verurteilt. We are not condemned to sin. Wir sind nicht verurteilt, um zu sündigen, dass wir sündigen müssen. Let me use a very crass illustration. Ich möchte eine sehr krasse Illustration dafür verwenden. Now in America, people own guns. Da haben Menschen oft eine Waffe. I don't know what it's like here in Germany. No, we don't. Nobody owns guns. A few people. Few people, okay. Not like America. That's why it's so peaceful.
That's true. Amen. Also, wir haben nicht so viele Waffen, deswegen gibt es hier auch nicht so viel mehr Frieden als in Amerika. We just came from Singapore. Wir kamen gerade aus Singapur. And no one in Singapore owns a gun. In Singapur hat niemand selbst eine Waffe. Except the police. Außer der Polizei. I just read an article this morning. Ich habe nur heute einen Zeitungsartikel gelesen. A friend of ours from Singapore sent us an article. Der ein Freund von Singapur hat uns diesen Artikel gesandt. Someone was stopped in the airport. Jemand wurde am Flughafen festgehalten, for bringing a plastic water gun into Singapore. Weil er eine Plastikwasserpistole nach Singapur gebracht hat. You know what? Wisst ihr was? He's going to jail. Er geht ins Gefängnis. You cannot even have the picture of a gun on your shirt. Du kannst nicht mal ein Bild von einer Waffe auf deinem Shirt haben. You cannot even own a hollow bullet. Du kannst nicht mal eine leere Kugel besitzen. It comes with a severe criminal penalty. Das wird als schwere Straftat betrachtet. And so you know. Also weiß man. Now here's my illustration. Also hier ist meine Illustration. That was all just extra. Das war jetzt einfach nur Illustration. Having a gun. Eine Waffe zu haben. Doesn't mean you're gonna shoot someone. Bedeutet noch nicht, dass du jemanden erschießt. It means you have the capacity to shoot someone. Das bedeutet, du hast die Möglichkeit, jemanden zu erschießen. But it doesn't mean that you shoot that individual just because you have a gun. Aber es heißt nicht, dass du automatisch jemanden erschießt, nur weil du eine Waffe hast. The gun can kill. Die Waffe kann töten. But not on its own. Aber nicht von alleine. It needs your action to cause it to take someone's life. Es braucht immer noch meine eigene Handlung, damit die Waffe dann verursacht, dass das Leben eines anderen Menschen genommen wird. Follow me very carefully. Achtet jetzt sehr sorgfältig auf das, was ich sage. Adam gave us all the nature of sin. Adam gab uns allen die Natur der Sünde. When we yield to the nature of sin, wenn wir dieser sündigen Natur nachgeben, we become prisoners of it. Werden wir Gefangene davon. And then we are unable to control what sin does in our lives. Und dann sind wir nicht mehr in der Lage zu kontrollieren, was die Sünde alles in unserem Leben tut. Matter of fact, let me show an illustration. Ich möchte es mit einer Illustration zeigen. I need two men. Ich brauche zwei Männer. Komm. You come. Kommt. Hurry. Kommt schnell hier hoch. Kommt schnell hier hoch auf die Bühne. Oh, the easy way. Oh, eine Abkürzung. Okay, come on over here. Kommt her. So, okay. Okay. Now, today for our illustration. Für die Illustration. Evangelist Christopher, ja, also is going to be sin. Bin ich die Sünde? All right? Yeah, that's okay. That's okay. And your name? Tim is going to be Jesus. Und Tim wird Jesus sein. Okay? Yeah. All right. What's your name? Was ist dein Name? Norbert. 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 It's going to be in trouble. Er ist so? Yes. Ah, okay. So now, Paul says, Paulus sagt, do you not know, wisst ihr nicht, that to whom you yield yourself as servants to obey, dass wem ihr euch zum Gehorsam übergebt, you are that one slave whom you obey. Dem seid ihr sozusagen Sklaven, dem müsst ihr dann gehorchen. Whether of sin leading to death, ob es der Sünde sei zum Tod, or obedience leading to righteousness, oder dem Gehorsam, der dann zur Gerechtigkeit führt. And in Romans 7:17, und in Römer 7, Vers 17, when Paul described the power of sin in his own life, als Paulus die Kraft der Sünde in seinem eigenen Leben beschreibt, he said, it is no longer I who do it. Da sagt er, dann bin nicht mehr ich, der es tue, but sin that dwells in me. Aber Sünde, die in mir wohnt. Then he says, with my mind I serve the law of God. Er sagt, mit meinem Denken, mit meinem Geist diene ich dem Gesetz Gottes. But with the flesh the law of sin. Aber mit meinem Fleisch dem Gesetz der Sünde. But notice what he suggested. Aber schaut dann, was er vorschlägt. You see, what's his name again? Norbert. 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 He's good. Also er ist gut. Yeah, say it, it's okay. He's evil. Er ist böse. Now, what I want you to do, was ich möchte ist, is I want you to choose evil. Ich möchte, dass du jetzt das Böse wählst. And I want you to hold Norbert. Und halte ihn hier. No, hold him very tightly. Okay. With both hands. Mit beiden Händen. And don't let him get away. Ich lasse ihn no matter what he does. Egal was er tut. Don't let him get away. Lass ihn, now lass take him to the end of the stage also against his will. Ich werde jetzt gegen seinen don't Willen. Let him get away. Norbert, try to break free. Also du sollst versuchen, dich jetzt loszureißen. Norbert.
Okay, now, here's the point. Here's the point. Oh, he said he's not as strong as he thinks he is. Yeah. I think that's what he said. Here's the point. Hier ist der Punkt. When he yielded to sin, als er sich der Sünde übergeben hat, follow me, also folge mir, sin took him, hat die Sünde ihn genommen, where he did not want to go, wo er nicht hingehen wollte, and made him do things, und ihn Dinge tun lassen, that he did not want to do, die er nicht tun lassen wollte, die er nicht machen wollte. It made him pay a price, er musste einen Preis bezahlen, that he could not afford, den er nicht, sich nicht leisten konnte. And he was not in control. Er war nicht mehr in Kontrolle. All he did was yielded, er hat sich dem nur hingegeben and became the slave to sin. Und wurde der Sklave der Sünde. Okay, watch this. Nun jetzt. We read earlier, wir haben zuerst gelesen, when we were without strength, als wir ohne Kraft waren, in due time Christ died for us. Ist Christus für uns zur rechten Zeit gestorben. What did we not have? Was haben wir nicht gehabt? We had no strength. Wir hatten keine Kraft. Along comes strength. Jetzt kommt die Kraft. In Jesus. In Jesus. Come on, come on. Komm, strength komm, komm. In Jesus. Komm. He takes hold of Norbert. Er nimmt Norbert bei der Hand. And he frees him from sin. Und er befreit ihn von der Sünde. Amen. Amen. Now watch this. Nun jetzt watch pass auf. When you wake up tomorrow morning, wenn ihr morgen früh aufwacht, you only got two choices. Habt ihr nur zwei Wahlmöglichkeiten. Yield to sin. Der Sünde euch übergeben. And sin will take you farther than you want to go. Und die Sünde wird euch weiter wegführen, als ihr gehen wolltet. And make you do things you never thought you would do. Und da verursacht, dass ihr Dinge tut, die ihr euch niemals hättet vorstellen können. And you cannot break free. Und ihr könnt nicht davon frei werden. Because sin is more powerful than us. Denn die Sünde ist stärker als wir. But here's the good news. Aber hier ist die gute Nachricht. When you wake up tomorrow morning, wenn du morgen früh aufwachst, and you yield to Jesus, und du dich Jesus übergibst, he'll take you farther than you ever thought you can go. Er wird dich weiterführen, als du jemals gedacht hast, dass du gehen könntest. And he'll pay the price for you to get there. Und er hat den Preis für dich schon bezahlt, um dorthin because zu kommen. Because salvation is free. Denn die Erlösung ist frei. Amen. Amen. Thank you so much. You danke, may be danke, healed. Danke. Amen. 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 You see, why does the Bible say many and not all? Warum sagt die Bibel viele und nicht alle? Because being made sinners involves more than an act of Adam. Dass man Sünder ist, ist nicht nur eine Handlung von Adam gewesen. And being made righteous involves more than an act of God. Und gerecht zu werden ist nicht nur eine Handlung Gottes, da kommt noch mehr dazu. When we confess our sins, wenn wir unsere Sünden bekennen, he forgives us of our sin. Dann vergibt er unsere Sünden. And it's no longer held over our head. Und dann wird die Sünde nicht länger über unserem Kopf gehalten. So therefore now we are innocent. Deswegen sind wir dann unschuldig. He gives us a new nature. Er gibt uns eine neue Natur. And by yielding we turn that new nature into a holy character. Und indem wir uns übergeben, wird aus dieser neuen Natur ein heiliger Charakter. So Adam cannot force you to sin. Also Adam kann dich nicht zwingen zu sündigen. And Jesus will not force you to be righteous. Und Jesus wird dich nicht zwingen, gerecht zu sein. Because you're born in sin, weil du in Sünde geboren bist, doesn't mean you have to end up in prison. Bedeutet es nicht, dass du im Gefängnis landen musst. Amen. Amen. That's why most people are not in prison. Deswegen sind ja die meisten Menschen nicht im Gefängnis. Because they choose not to live that way. Weil sie sich entscheiden, nicht auf so eine Art und Weise zu leben. You see, this is the part of Christianity I did not understand. Das ist der Teil des Christentums, den ich nicht verstanden habe. I was given doctrines. Mir sind Lehren vorgesetzt but worden. I was never given the practical understanding of how to live a Christian life. Aber mir ist niemals praktisch erklärt worden, wie man ein christliches Leben lebt. All I understood was, alles, was ich verstanden habe, war, Adam made me a sinner. Adam hat dazu geführt, dass du ein Sünder bist. And Jesus saves. Und Jesus rettet. And I never understood my part. Und ich habe niemals meinen Teil darin verstanden. Now let's go to Matthew 7, verse 18. Wir schauen uns Matthäus 7, Vers 18 an. Here's why this is so vitally important. Warum ist das so entscheidend? Das sehen wir hier. The question is, what kind of tree are you? Die Frage ist, was für ein Baum bist du? Because this is a law. Denn das ist ein Gesetz hier. This is the law that many of us miss in Scripture. Das ist das Gesetz, das viele von uns in der Bibel übersehen. This is an unbreakable law. Dies ist ein Gesetz, das immer gilt. Look at Matthew 7, verse 18. Matthäus 7, Vers 18, schaut euch das an. A good tree cannot bear bad fruit. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Nor can a bad tree bear good fruit. Noch ein schlechter Baum gute Früchte. Look at the word cannot. Schaut euch das Wort kann nicht, that kann means keine. You are unable. Das heißt, es ist unmöglich.
Watch this. Jetzt achte darauf. Unless your tree is changed. So, nur wenn dein Baum gewachsen, also verändert wird, your fruit will be the same. Dann kann die Frucht eine andere sein. Wenn das nicht der Fall ist, wird die Frucht dieselbe bleiben. This is what I misunderstood. Das habe ich nicht verstanden. I thought by being baptized, my fruit was changed. Ich dachte, indem ich getauft werde, wird meine Frucht jetzt anders sein. But I knew now that baptism meant I was declaring myself to give my life to Jesus. Aber ich habe jetzt verstanden, indem ich mich taufen lasse, habe ich erklärt, dass ich mein Leben Jesus geben möchte. He was burying my past. Er hat meine Vergangenheit begraben. And giving me the opportunity to walk in the newness of life. Und mir jetzt die Möglichkeit gegeben, in der Neuheit des Lebens zu wandeln. But I did not understand about my fruit. Aber ich habe das mit meiner Frucht nicht verstanden. So therefore I struggled. Deswegen habe ich gekämpft. And I felt the understanding that Paul the apostle explained. Und ich habe das empfunden, was Paulus auch erklärt hat. Once again. Noch einmal. Once again. Noch einmal. Adam made it possible for many to be made sinners. Adam hat es möglich gemacht, dass viele Sünder gemacht, zu Sündern gemacht werden. Jesus makes it possible for many to be made righteous. Jesus macht es möglich, dass viele gerecht werden können. But here's the battle that begins after we are born again. Aber das ist Here's the battle that begins after we are born again. Aber hier ist dieser Kampf, der beginnt, nachdem wir wiedergeboren sind. Until you give your life to Jesus. Bis du dein Leben Jesus gegeben hast. There is no battle. Gibt es keinen Kampf. There's no desire to do good. Da gibt's kein Verlangen, Gutes zu tun. But when you become aware of good, aber wenn dir das Gute bewusst wird, and evil, und das Böse, and you realize now you must live a good life, und du realisierst, ich muss jetzt ein gutes Leben leben, you are faced with a challenge. Jetzt ist die Herausforderung da. Paul talks about that challenge in Romans 7, verse 15. In Römer 7, 15 spricht Paulus über diese Herausforderung. And I know you'll see yourself in this statement. Und ich glaube, ihr könnt euch dort hineinversetzen. Here's what he said. Er sagt Folgendes. And by the way, this is Paul's testimony after he accepted Jesus as a savior. Und ihr Lieben, das ist das Zeugnis von Paulus, das er gibt, nachdem er Jesus als seinen Erlöser angenommen hat. He says, for what I am doing, er sagt, was ich vollbringe, I do not understand. Billige ich nicht. For what I will to do, denn was ich will, that I do not practice. Das ich tue nicht. But what I hate, was ich hasse, that I do. Das übe ich aus. Does anybody understand that? Versteht das irgendjemand? Have you been there before? Habt ihr das erlebt? Have you woke up one day and said, I'm going to do everything right? Seid ihr irgendwann mal aufgewacht und gesagt, heute mache ich alles richtig? And at the end of the day you said, what happened? Und am Abend habt ihr gesagt, was ist nur passiert? You see, this is the power of sin. Seht ihr, das ist die Kraft der Sünde. We praise God that he saved us by his grace. Wir preisen Gott, dass er uns durch seine Gnade errettet hat. I praise him that I am no longer on death row. Ich bin froh und ich bin dankbar, dass ich nicht länger auf mein Todesurteil warten muss. But Jesus has not come just to save us. Jesus kam nicht nur, um uns zu retten. He has come to change us. Er ist gekommen, um uns zu verändern. Amen. Amen. So we don't have to be who we were before. Wir müssen also nicht die sein, die wir vorher gewesen sind. And becoming a Christian doesn't mean a second chance to try all over again. Ein Christ zu sein bedeutet nicht, eine zweite Chance zu bekommen, alles nochmal erneut zu probieren. It means an opportunity to receive a power that you never had. Es bedeutet, eine Gelegenheit, eine Kraft zu erhalten, die man vorher niemals gehabt hat. But now this is where we learn. Aber das lernen wir jetzt. Look at this quotation in Review and Herald, August 6, 1889. Dieses Zitat hier aus Review and Herald, 6. August 1889. In seasons of temptations, we seem to lose sight of the fact that God tests us. In Zeiten der Versuchungen scheinen wir die Tatsache aus den Augen zu verlieren, dass Gott uns testet. That our faith may be tried. Damit unser Glaube geprüft wird. And be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus. Und Lob und Ehre und Herrlichkeit zur Folge hat bei der Offenbarung Jesu Christi. But watch this. Jetzt achtet darauf. This may sound unusual, but watch this. Das mag vielleicht ungewöhnlich klingen, aber schaut genau hin. The Lord places us in different positions to develop us. Der Herr stellt uns in verschiedene Positionen, um uns zu entwickeln. Now before I go any farther, bevor ich weitergehe, listen carefully. Hört genau zu. Sometimes you find yourself where you don't expect to be. Manchmal findet man sich irgendwo, wo man gar nicht sich erwartet hätte. And you might wonder, how did I get there? Und du fragst dich, wie bin ich eigentlich hier reingeraten? Here's the answer. Hier kommt die Antwort. The Lord places us in different positions to develop us. Der Herr bringt uns in verschiedene Situationen hinein, um uns zu entwickeln. In other words, mit anderen Worten, you will never know that you need patience. Du weißt niemals, dass du Geduld brauchst, until you become a pastor. Bis du nicht ein Pastor geworden bist. Amen. Amen.
You'll never know you need patience. Du weißt gar nicht, dass du Geduld brauchst. Until you have children. Bis du Kinder bekommen hast. Amen. Amen. But the Lord allows these moments to come. Aber der Herr erlaubt diese Momente, dass sie entstehen. So that he can develop us. So dass er uns entwickeln kann. He goes on. Geht weiter. If we have defects of character of which we are not aware, wenn wir Charaktermängel haben, denen wir uns nicht bewusst sind, he gives us discipline that will bring those defects to our knowledge. Benutzt er gegenüber uns eine Disziplin, die uns mit diesen Mängeln bekannt macht, that we may overcome them. Damit wir sie überwinden können. This is powerful. Das ist sehr mächtig. It is his providence. Es ist seine Vorsehung. That brings us into varying circumstances. Die uns in unterschiedliche Umstände bringt. So God is leading. Also Gott führt das. He's guiding. Er leitet das. In each new position. In jeder neuen Position. We meet a different class of temptation. Begegnen wir einer anderen Art der Versuchungen. Now this is amazing to me. Also das erstaunt mich. Now do you understand why the disciples prayed the prayer they prayed? Versteht ihr jetzt, warum die Jünger das Gebet beten, das sie beten? When they said, "Lead us not into temptation." Wenn sie sagen, führe uns nicht in Versuchung. Now do you understand it? Versteht ihr das? We may think, why would God lead us into temptation? Wir fragen uns, warum würde Gott uns in Versuchung führen? He does not prevent the natural inclinations of our character. Er verhindert nicht die natürlichen Neigungen unseres Charakters. Because the Lord does not tempt us. Denn der Herr versucht uns ja nicht. He is not the tempter. Er ist nicht der Versucher. But he does not. He does not hinder your natural inclinations. Aber er verhindert nicht deine natürlichen Neigungen. In other words, mit anderen Worten, if I'm right-handed, wenn ich Rechtshänder he bin, won't force me to be left-handed, wird er mich nicht zwingen, ein Linkshänder zu werden. But he'll say, I need to teach him how to use his right hand to do good things. Aber er will mir helfen, meine rechte Hand für gute Dinge zu gebrauchen. That's why Jesus said, deswegen sagt Jesus, if your eye offends you, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, pluck it out. Reiß es aus. If your hand offends you, wenn deine Hand dich verführen will, cut it off. Schneide sie ab. He was not saying to pull your eye out and cut your hand off. Also es ging natürlich nicht darum, buchstäblich das Auge auszureißen und die Hand abzuschneiden. He was saying, recognize your natural inclinations. Er sagt mit anderen Worten, erkenne deine natürlichen Neigungen. And do something about it. Und tu da etwas dran. Look at this. Schaut euch das an. How many times? Wie oft, when we are placed in some trying situations, wenn wir in irgendeine herausfordernde Situation gestellt werden, we think, denken wir, this is a wonderful mistake. Das ist ein verwunderlicher Fehler. How I wish I had stayed where I was before. Wie wünschte ich, dass ich dort geblieben wäre, wo ich zuvor gewesen bin. But why is it that you are not satisfied? Aber warum bist du nicht zufrieden? Here it is. Hier. What should you do when you are tried by the providences of the Lord? Was solltest du tun, wenn du durch, das muss die Vorsehung heißen, die Vorsehung des Herrn geprüft wirst? This is beautiful. Das ist so schön. You should rise to the emergency of the case. Du solltest dich dem Ernst der Lage stellen. And overcome your defects of character. Und deine Charaktermängel überwinden. Amen. Amen. Notice this. Achte darauf. That's what Revelation 12 and verse 10 means. Das ist, was Offenbarung 12, Vers 10 bedeutet. Satan has been cast down. Satan ist hinabgeworfen worden. That's what the Bible means when it says now comes salvation and strength. Das ist, was die Bibel meint, wenn sie sagt, nun ist das Heil und die Macht und die Kraft gekommen. That means until Jesus was victorious on the cross, you did not have that strength available. Nur durch das Kreuz, das Jesus durch das Kreuz Jesu ist diese Kraft überhaupt verfügbar. It was not available to you. Es war vorher, wäre es für dich nicht verfügbar gewesen. That's why the ceremonial system, deswegen hat das Zeremonialsystem was teaching you that the Lamb would come. Hat uns nur gelehrt, dass das Lamm kommen würde. And through him you'll find forgiveness. Und durch ihn wird man Vergebung bekommen. That's why we should not bind ourselves to just ceremonies. Deswegen sollten wir uns niemals an Zeremonien binden. There's some people in our church that think they have to go back to the ceremonial system. Einige Leute in der Gemeinde denken, dass man zurückgehen muss zu dem zum Zeremonialgesetz des Mose. And it's crazy to me that there are some that think they still need to keep the feasts. Es ist für mich völlig unvorstellbar, aber einige glauben immer noch, dass sie zum Beispiel die Feste feiern müssen. There is no salvation in feasts. Es gibt keine Erlösung in Festen. Salvation comes through Jesus Christ alone. Erlösung kommt allein durch Jesus Christus. Amen. Amen. So when we're going back to these things that are dead,
Wenn wir also zu den Dingen gehen, die tot sind. And think that by performing ceremonies. Und indem wir denken, dass wir Zeremonien erfüllen. And keeping special observances. Und besondere Tage beobachten oder besondere Feste beobachten. That we find victory. Dass wir dadurch einen Sieg erringen. We are mistaken. Dann liegen wir völlig falsch. All these ceremonies pointed to Christ. Diese ganzen Zeremonien weisen auf Christus. And when Jesus came, he nailed all of those to the cross. Und als Jesus kam, hat er all das an das Kreuz genagelt. That's why after being born again. Deswegen muss ich neu geboren werden. There's something that we must do. Es gibt etwas, was wir tun müssen. Self must be put aside. Das eigene Ich muss beiseite gestellt werden. John describes it this way. Johannes beschreibt es wie folgt. He says in John 3:30. In Johannes 3, Vers 30. He must increase. Er muss zunehmen. I must decrease. Ich muss abnehmen. Now what is salvation? Was ist also Erlösung? Let's look at Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Epheser 2, Vers 8 und 9. It says, for by grace you have been saved through faith. Es heißt, denn aus Gnade seid ihr rettet worden durch den Glauben. And that not of yourselves. Und das nicht aus euch. It is the gift of God. Gottes Gabe ist es. Not of works. Nicht aus Werken. Lest anyone should boast. Damit niemand sich rühme. In other words, there's nothing I can do. Mit anderen Worten, da gibt es nichts, was ich tun kann. That I can boast about. Worüber ich mich rühmen könnte. I can even boast about singing or preaching. Ich kann nicht mich rühmen, dass ich gesungen oder gepredigt habe. There's nothing that I can do to make me better than you are. Es gibt nichts, was ich tun kann, um irgendwie besser zu sein als ihr. Because salvation is a gift of God. Denn Erlösung ist ein Geschenk Gottes. Matter of fact, salvation is the gift of God. Es ist das Geschenk von Gott. In other words, God is the gift. Er ist, oder anders gesagt, er ist selbst ist das Geschenk. Through his son Jesus. Durch seinen Sohn Jesus Christus. But when we get baptized, aber wenn wir getauft werden, we make declarations. Dann machen wir eine Erklärung. That sometimes we don't understand. Eine Erklärung, die wir manchmal vielleicht gar nicht verstehen. For example, you might remember this one. Vielleicht erinnert ihr euch daran, when you were being baptized, als ihr getauft worden seid, you were asked this question. Dann wurde euch diese Frage gestellt. This is the second point on the baptismal certificate. Auf dem Taufzeugnis ist das der zweite Punkt. Here's what it says. So steht es dort. Do you accept the death of Jesus Christ on Calvary as the atoning sacrifice for your sins? Akzeptierst du den Tod Jesu Christi auf Golgatha als das versöhnende Opfer für deine Sünden? And believe that by God's grace, through faith in his shed blood, you are saved from sin and its penalty. Und glaubst du, dass aufgrund der Gnade Gottes durch Glauben an sein vergossenes Blut du von Sünde und ihrer Strafe gerettet bist? Now notice what you missed. Schaut, was ihr vielleicht verpasst habt. We're not just saved from its penalty, wir sind nicht nur von der Strafe gerettet, we're saved from sin. Sondern auch von der Sünde. Notice this. Schaut euch das an. When we give our lives to Christ, wenn wir unser Leben Jesus geben, we don't just say, thank you, Lord, for forgiving me. Wir sagen nicht nur, danke Herr, dass du mir vergeben hast. You say, Father, I need daily strength to live this life to your glory. Sondern du sagst auch, Vater, ich brauche täglich Kraft, um dieses Leben zu deiner Ehre leben zu können. And you will be amazed, und du wirst erstaunt sein, that daily, dass dieses täglich, there's something made available to you, dass täglich dir etwas zur Verfügung gestellt that you wird, can find joy in being a Christian, sodass du Freude daran empfindest, ein you Christ can zu sein. Find exuberance in being a Christian. Du wirst es darüber jubeln, ein Christ zu sein. And I know what I'm speaking about. Ich weiß, wovon ich rede. I used to live for the world. Ich lebte in der Welt. I was a disc jockey in the city of New York. Ich habe als Disc Jockey in New York gearbeitet. I was a gambler. Ich habe gespielt. I was a billiard player. Ich habe Billard gespielt. I lived for the world. Ich habe die Welt in der Welt gelebt. I drank. Ich habe getrunken. I didn't smoke. Ich habe geraucht. Because I needed my brain. Ich habe nicht geraucht, weil ich mein Gehirn noch brauchte. But I knew that there was a power to live a sinful life. Aber ich weiß, es gab diese Kraft in diesem sündigen Leben, zum sündigen Leben. But when I gave my life to the Lord, aber als ich mein Leben Jesus gegeben habe, it meant that a new life was being made available to me. Hat das bedeutet, dass mir ein neues Leben zur Verfügung gestellt worden and ist. This is what I needed to learn. Und das musste ich lernen. And notice how Paul describes it. Schaut, wie Paulus das beschreibt. He describes this beautiful gift of baptism. In Römer 6, Vers 3 bis 4 beschreibt er dieses wunderbare Geschenk in der Taufe. And he says it in such a way, almost as to suggest, you should know. Und er schreibt es so, als ob er quasi davon ausgeht, dass man das eigentlich wissen sollte. He says, or do you not know? Er sagt, oder wisst ihr nicht? That as many of us as were baptized into Christ Jesus, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, were baptized into his death, in seinen Tod getauft sind. Therefore, wir sind also, we were buried with him through baptism into death. Mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod.
That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt wurde. This is the part I love. Und das mag ich ganz besonders. Even so we also should walk in the newness of life. So auch wir in einem neuen Leben wandeln. My wife and I, meine Frau und ich, are experiencing the newness of life. Haben Erfahrung im neuen Leben. I could never have imagined. Ich hätte mir niemals vorstellen können. That when my mother abandoned me and left me at a babysitter at 3 months old. Dass als meine Mama mich verlassen hat und mich 3 Monate alt zurückgelassen hat, that God had a plan for my life. Dass Gott einen Plan für mein Leben I did not know my father. Hatte. Ich kannte meinen Vater nicht. I did not know my mother. Ich kannte meine Mutter nicht. But the Lord allowed me to be placed at the home of a Seventh-day Adventist babysitter. Aber der Herr hat es erlaubt, dass ich in das Haus einer 7-Tags-adventistischen Familie einen Babysitter dann bekommen habe. Amen. Amen. My tragedy. Meine Tragödie. Was God's triumph. War Gottes Triumph. My parents didn't want me. Meine Eltern wollten mich nicht. But the Lord had a new life for me. Aber der Herr hat ein neues Leben für mich. My wife did not know her father beyond the age of 3. Meine Frau kennt ihren Vater seit dem 3. Lebensjahr nicht mehr. And she was living in England. Und sie lebt in England. And I lived in America. Und ich in Amerika. And her father said he would never come to America. Und ihr Vater sagte, er würde niemals nach Amerika kommen. But the Lord knew my wife was in England. Aber der Herr wusste, dass meine Frau in England ist. So he allowed her father to be laid to rest. Also hat er erlaubt, dass ihr Vater gestorben ist. I'm amazed. Ich bin erstaunt. There was no one in America that God wanted me to marry. Es gab niemanden in Amerika, von dem der Herr wollte, dass ich ihn heirate. Not one. Nicht einen. He said, "There's nobody in America that I want you to marry." Er sagte, dass niemand in Amerika, den du heiraten könntest. So he sent me a wife from England. Also hat er mir eine Frau aus England gesandt. Amen. Amen. And my life is a blessing today. Und mein Leben ist ein Segen heute. Because we've grown together. Weil wir gemeinsam gewachsen we sind. We serve the Lord together. Wir dienen dem Herrn gemeinsam. We read our Bibles together. Wir lesen gemeinsam unsere Bibeln. We pray together. Wir beten gemeinsam. We travel together. Wir reisen gemeinsam. We laugh together. Wir lachen gemeinsam. We play games together. Wir spielen gemeinsam. We go out to dinner together. Und wir gehen ins Restaurant gemeinsam. And we plan on going to heaven together. Und wir planen auch gemeinsam in den Himmel zu gehen. Amen. Amen. See, if you live your life that way with your wife and husband, you'll have the same joy. Wenn du mit deiner Frau, mit deinem Ehemann so ein Leben lebst, wirst du auch die gleiche Freude haben. Oh. Amen. Amen. That was free. Das ist frei. That was not in my sermon. Das war nicht Teil meiner Predigt. The newness of life can be experienced by all of us. Das neue Leben kann von uns allen erfahren werden. But there's something we must do. Aber es gibt etwas, was wir tun können. There's a responsibility on our part. Es gibt eine Verantwortung, die auf uns liegt. And I'm going to go a little farther here to show you something. Ich möchte euch noch etwas zeigen. I'm going to go forward to a few passages here I want you to see. Und ich möchte ein bisschen vorspringen, um euch etwas noch zu zeigen. Here's our part. Hier ist der Punkt jetzt. This is what we must do daily. Das ist, was wir täglich tun müssen. Romans 6, verse 12 and 13. Römer 6, Vers 12 und 13. You see, after being born again, nachdem man wiedergeboren ist, sin will still challenge you. Wird die Sünde dich noch immer herausfordern. Because we're living in a world of sin. Denn wir leben in einer Welt der Sünde. As beautiful as Germany is, so schön wie Deutschland auch ist, there's sin in Germany. Es gibt Sünde in Deutschland. Ja? Not just America. Nicht nur in Amerika. I know America is a crazy country. Ich weiß, Amerika ist ein völlig verrücktes Land. So pray for us. Also bete für uns. But sin is everywhere. Aber Sünde ist überall. But here's our part. Aber hier ist unser Teil. Paul says in Romans 6, verse 12 and 13. Paulus sagt in Römer 6, Vers 12 und 13. Therefore, do not let sin reign in your mortal body. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. That you should obey it in its lusts. Damit ihr der Sünde durch die Begierden des Leibes gehorcht. And notice this point of responsibility. Nicht gehorcht. Und jetzt achtet auf diesen Part, diesen Anteil, unseren Anteil. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. But present yourselves to God as being alive. Sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind. Alive from the dead. Aus den Toten. And your members as instruments of righteousness to God. Und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. What does that mean? Was bedeutet das? Every morning. Jeden Morgen. I could decide. Dann entscheide ich mich. What to do with my instrument. Was ich mit meinem Instrument, mit meinen Gliedern tun kann. My brain is my instrument. Mein Denken ist sozusagen mein Instrument. I could fill my brain with the word of God. Ich kann mein Gehirn mit dem Wort Gottes füllen. Or with the things of the world. Oder mit den Dingen der Welt.
My hands are my instruments. Meine Hände sind meine Instrumente. I could choose them to do God's will. Ich kann mich entscheiden, mit ihnen Gottes Willen zu tun. Or to do the will of the enemy. Oder den Willen des Feindes. These are the things that we must decide. Das sind die Dinge, die wir entscheiden müssen. When we call on the Lord, he will give us the strength. Wenn wir den Herrn anrufen, wird er uns die Kraft geben. But he will not force us to do right. Aber er wird uns nicht zwingen, das Richtige zu tun. When we give our will to Jesus, wenn wir unseren Willen Jesus geben, he empowers us by his Holy Spirit. Dann wird er uns durch seinen Heiligen Geist bekräftigen. That's why he said in Acts 1 and verse 8, deswegen sagt er in Apostelgeschichte 1, Vers 8, but you shall receive power. Ihr soll werdet Kraft empfangen, after the Holy Spirit has come upon you. Nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. And you can be witnesses to me. Und ihr werdet Zeugen sein für mich. You see, brothers and sisters, liebe Freunde, we cannot witness for Jesus. Wir können Zeugen für Jesus sein. We cannot be righteous without Jesus. Wir können nicht Zeugen sein ohne Jesus. Wir können nicht gerecht sein ohne Jesus. Sometimes we want to love, but we cannot. Manchmal wollen wir vielleicht, aber wir können es nicht. Sometimes we want to forgive, but we cannot. Manchmal wollen wir lieben, aber können es nicht. Wir wollen vergeben oder können es nicht. Some of us want to be free from hate and immorality and jealousy, but we cannot. Manchmal wollen wir frei sein von Hass und Unmoral und wir können es nicht. Some of us want to break the power of appetite and anger and prejudice, but we cannot. Vielleicht wollen wir die Kraft des Appetites oder des Vorurteils brechen, aber wir können nicht. We want to get rid of our pride and our love of self and our love of pleasure and our love of money and our love of praise, but we cannot. Wir wollen unseren Stolz, unsere Selbstsucht, unsere Vergnügungssucht, unsere Geldliebe, unsere Ehrliebe, all das loswerden, aber wir können nicht. That's why Paul the Apostle says, oh wretched man that I am. Deswegen sagt Paulus, oh ich elender Mensch. Who shall deliver me? Wer wird mich erlösen? From the body of this death. Von diesem Todesleib. And I want to show you this passage very importantly. This is what he said, who shall deliver me from this body of death. Er sagt, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? But look at this quotation as I close. Aber hier am Ende möchte ich dieses Zitat zeigen. Christ Object Lessons. Aus dem Buch Christ Object Lessons, also Christi Gleichnisse, danke, ja. Page 331. Look at this quote. Dieses Zitat. Christ has given us no assurance. Christus hat uns keine Zusicherung gegeben. That to attain perfection of character is an easy matter. Dass es eine einfache Sache ist, Charaktervollkommenheit zu erreichen. A noble all-around character is not inherited. Ein edler, ringsum ausgewogener Charakter wird nicht ererbt. It does not come to us by accident. Er entsteht nicht zufällig. A noble character is earned by individual effort. Ein edler Charakter wird durch persönliche Bemühungen, through the merits and grace of Christ, durch die Verdienste und die Gnade Christi erworben. Watch this. Achte darauf. God gives the talents. Gott gibt die Talente. The powers of the mind. Die Kräfte des Geistes. And I never understood this. Und das habe ich nie verstanden. We form the character. Wir formen den Charakter. It is formed by hard, stern battles with self. Er wird durch harte, strikte Kämpfe mit dem eigenen Ich geformt. Conflict after conflict must be waged against. Konflikt nach Konflikt muss gegen ererbte Neigung ausgefochten werden. Against hereditary tendencies. Ja. And it says, we shall have to criticize ourselves closely. Es sagt, wir werden uns selbst eingehend kritisieren müssen. And allow not one unfavorable trait to remain uncorrected. Und dürfen nicht einen ungünstigen Charakterzug unkorrigiert lassen. So you see, brothers and sisters, it's our responsibility. Also liebe Freunde, liebe Geschwister, das ist unsere Verantwortung. Because of the cross. Wegen dem Kreuz. Now I can love like Jesus loved. Kann ich jetzt lieben, wie Jesus liebt? Now I can forgive like Jesus forgives. Jetzt kann ich vergeben, wie Jesus vergibt. Now I can be free from hate and immorality like Jesus is. Jetzt kann ich frei sein von Hass und Unmoral, wie Jesus ist. Now I can pray more. Jetzt kann ich mehr beten. Serve more. Mehr dienen. Be more kind. Freundlicher sein. More compassionate. Und mehr Mitleid haben. More patient. Geduldiger sein. More joyful. Freudiger sein. Because of the cross I am no longer wretched. Wegen dem Kreuz bin ich nicht länger elend. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? So Revelation 12 and verse 10 simply meant that. Offenbarung 7 Vers 10 bedeutete genau das. Now has come salvation and strength. Nun ist die Erlösung, das Heil und die Macht gekommen. When, my brethren? Wann? Now. Jetzt. Say it together. Now. Sagt es gemeinsam. Nun. Can we be saved now? Können wir nun sagen? Can we be loving now? Können wir jetzt lieben Amen. Sein? Amen. How many of you today? Wer von euch heute Morgen? Want that life now? Möchte dieses Leben nun haben? That freedom now.
diese Freiheit jetzt. That joy now. Diese Freude jetzt. That power now. Diese Kraft jetzt. That desire to live a Christ-like life now. Dieses Verlangen, ein Christus-ähnliches Leben zu leben jetzt. If that's your desire. Wenn das dein Wunsch ist. Would you stand with me? Würdest du mit mir aufstehen? It's available now. Es ist jetzt verfügbar. Let us pray. Lass uns beten. Loving, gracious Father in heaven. Lieber Vater im Himmel, der so gnädig bist. You did not just come to save us. Du bist nicht nur gekommen, um uns zu Father, you came to give us the ultimate victory. Zu erretten, sondern um uns den ultimativen Sieg zu schenken. Not only victory from the penalty of sin. Nicht nur den Sieg über die Strafe der Sünde. But daily victory from the power of sin. Sondern täglichen Sieg auch über die Kraft der Sünde. Father, we don't have to do wrong things. Vater, wir müssen nicht schlimme Dinge tun. There's power to walk in the newness of life. Es gibt Kraft, ein neues Leben zu leben. And so we pray today, Lord, come into our hearts. Und so beten wir heute, Herr, komm in unser Herz. Come into our lives. Komm in unser Leben. Empower us. Und gib uns Kraft. Strengthen us. Stärke uns. May we walk in that victorious life. Dass wir dieses siegreiche Leben leben können. And know that ultimate victory is not when we get to heaven. Und dass wir wissen, dass der ultimative Sieg nicht erst dann ist, wenn wir im Himmel sind. But today we can say, aber heute können wir sagen, but thanks be to God who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Gott sei gelobt für den Sieg, den er uns in Christus Jesus gibt. May we live it. Mögen wir es leben. May we share it. Mögen wir es. May others know that Christ can give them victory also. Weitergeben, damit auch andere wissen, dass Christus ihnen den Sieg geben kann. And may they see that reality in our lives. Mögen sie diese Realität in unserem Leben sehen. In Jesus' name we pray. Im Namen Jesu beten wir. Amen. 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 Amen.